Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu ProbierTV. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at und wir stecken mittendrin im Kalea Bierkalender und heute habe ich eine Flasche rausgenommen. Da kommen schon beim Namen den manchen die Tränen in die Augen vor Freude. Celebrator, und das ist ein Bier aus der Eyinger Privatbrauerei aus Bayern. Und ja, die Bayern, die tarnen ja ihre Starkbiere oder die besonders starken Biere, die Doppelböcke mit Celebrator, Jubilator, also dieses A-Tor hinten dran. Das ist ein ziemliches sicheres Indiz, dass wir es da mit einem stärkeren Bier zu tun haben. Und auch hier ein Doppelbock mit 6,7 Volumensprozent Alkohol und wie es sich für einen Doppelbock gehört, über 18 Grad Stammwürze, nämlich genau 18,5, und versprochen wird ein dunkler Doppelbock. In diesem Sinne, ich sage, schauen wir mal, wie dunkel dieser Doppelbock dann tatsächlich ist, der daherkommt. Naja, das ist nicht zu viel versprochen. Vor allen Dingen schöne intensive Kohlensäure. Aber die Farbe, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist so eine richtig schöne, tiefe, dunkle, braune Farbe mit rötlichem Einschlag. Wenn das nicht so negativ belegt wäre, würde ich sagen, das ist so wie eine, von der Farbe her, bitte jetzt, nur von der Farbe her, wie eine schöne Cola. Eine ja, stabile, schöne, sahnige Krone obendrauf, leicht beiger Schaum. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die Nase dazu sagt. Also, ich hoffe, ihr mögt die süßlichen Biere. Ihr wisst, ich tue das nicht so wirklich, aber das ist so richtig süßlich, schwer, röstmalzig, also auch so brotige Töne dabei. Das ist wie so diese süßen Brote. Ah, Trockenfrüchte mit dabei. Auch leicht nussig. Oh, also ganz ehrlich, ich springe um meinen Schatten. Dieses Bier macht echt Lust. In diesem Sinne, cheers. Hui. Ja, es ist vergleichsweise süß, dieses Bier. Aber es hat auf der anderen Seite auch ein leicht bitteres Gegengewicht. Erstaunlicherweise auch so kaffeeige Noten mit dabei. Karamell. Auch die Trockenfrüchte, wobei ich mich jetzt eher so auf rötliche Trockenfrüchte festlegen würde. Und die Süße, um das vielleicht ein bisschen zu beschreiben, das ist eher so dieser braune Zucker. Also das ist nicht so diese plumpe, hallo, ich bin süß, sondern das ist so dieser etwas natürlichere braune Zucker. Und damit ist es dann ehrlich gesagt auch wieder so in meinem Beuteschema zu finden. 6,7 Volumenprozent Alkohol. Es hat so eine minimale Alkoholnote drin, aber die ist jetzt für mich eher erstaunlich, weil es ja jetzt nicht so brutal vom Alkohol ist. Ist aber auch eine, die sehr, sehr schön eingebunden ist in das Ganze, in den gesamten Geschmackseindruck. Ja, natürlich vom Körper her schöner, mittlerer Körper. Cremige Textur. Oh, Kohlensäure, schön lebhaft. Das übertüncht vielleicht auch so ein bisschen, wie stark dieses Bier ist. Aber wie gesagt, sehr, 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 sehr cremig das Ganze. Und hinten raus, die Röstaromatik, die bleibt, die von den dunklen Malzen definitiv kommt. Es wird aber eine Spur trockener. Und dadurch wird es auch für meinen Geschmack ein Tick bitterer in dieser Ausklingphase. Aber definitiv, das Malz wird definitiv an dieser Stelle nicht verdrängt.
Es ist, und da zitiere ich gerne einen Freund, das hat er zu einem anderen Bier, einem Weizenbock damals gesagt, es ist echt fast eine halbe Mahlzeit, dieses Bier, und so schmeckt es auch. Es kommt sehr gehaltvoll daher. Schönes Bier in Wahrheit. Was mich ein bisschen überrascht, ist diese bittere Note da mit drin, aber das macht es dann auch wieder sehr unique. Bin die ganze Zeit am Überlegen. Ich würde sagen, das sind 4 von 5 möglichen Punkten für den Aiginger Celebrator Doppelbock in der dunklen Variante. Und würde mich freuen, wenn ihr dieses Bier auch aus dem Kalender heute geholt habt. Dann bewertet es bei der Kalea Beer Tasting App, wenn ihr sie noch nicht habt. Dann schaut im Abspann auf den entsprechenden Link. Da findet ihr alles für Android oder iPhone. Das Ganze funktioniert super, alles schon getestet. Und ihr habt natürlich auch die Gelegenheit, hier bei mir zu kommentieren in YouTube, Facebook oder auch im Blog. Wir sehen uns morgen wieder 4 Uhr früh zum Bier um 4. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi.